Sie die Ampel, da derzeit nach Brüssel, wo gerade die Eurofinanzminister den Weg aus der Krise suchen. Volker Obermann, der Wirtschaftsredaktion, erwarten Sie Investoren heute einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung? Das haben wir bereits in der Anlage etwas schlechter aussieht. Die Wirklichkeit wieder stärker zu sein als der Pessimismus. An den internationalen Börsen hat es in den vergangenen Stunden kaum Bewegung gegeben, gerade bei den Aktien von Banken. Intensiv nachgefragt waren die weniger Strafanleihen. Fast alle Euro-Länder sind negativ gefallen, so auch Österreich. Für drei Staatsprozent in die andere Richtung, Portugal, Italien und Griechenland. Die Tannen etwa zwar fast alle Anleihen heute zu Höchstpreisen, muss aber mittlerweile 7,5% Zinsen zahlen. Die Auslöser für politische Anleihen sind geradezu explodiert. Für 100 Millionen Euro, das waren 132 zurück. Und da geht der Trend eindeutig nach unten, was die Temperatur betrifft. Es wird jetzt immer etwas frostig. Am kältesten haben wir es im Moment in Osttirol, in Santiago, in den Strecken. Kärnten in Bad Bleiberg mit -5 Grad. Vielleicht der Frost auch schon im Kampf mit dem Zufall.